Herzlich willkommen zu Stuttgart 21 BauTV. Ja, wir gucken in die Röhre. Ganz korrekt in die Röhren. Und zwar an der alten Bahndirektion wurden diese Schächte vorbereitet, um offensichtlich Leitungen auf die Bahndirektion und somit über die Baustelle zu transportieren. Vielleicht erinnert ihr euch noch, auf der anderen Seite der alten Bahndirektion ist ja auch so ein Schachtkonstrukt erstellt worden. Und das geht wohl komplett durch und kommt hier wieder raus. Wir sehen hier auch schon den ersten Träger. Ein bisschen besser hinzoomen. Ersten Stützträger. Und im Vordergrund mit zwei Brücken mit Schacht und Rohren drin. Und hier sehen wir den nächsten Stahlträger dazu, die Stütze. Das haben wir schon einige Male dokumentiert. Und hier unterquert ist die Heilbronner Straße. Selbstverständlich wollen wir euch noch zeigen, wie es dann in der Unterführung weitergeht. Wir stehen also jetzt mittendrin und schauen raus. Links an der Decke die blauen Rohre fürs GWM und rechts jetzt schmiegt sich der neue Schacht an und hier sehen wir eine Konstruktion, bei der Kabel nach unten geleitet werden. Und hier auch nochmal eine vertikale Befestigungsreihe. Danke fürs Zuschauen. Ciao.